Hallo meine Lieben, heute im magischen Spiegel eure Tageskarte für Sonntag, den 20.03.2016. Da hätten wir die 5 der Schwerter. Also die 5 der Schwerter ist eigentlich eine unschöne Karte, die kann oft Streit symbolisieren oder irgendwelche Konflikte, die man da am Austragen ist. Oder hilft einem auch klarer zu denken und klarer Dinge zu analysieren und zu durchschauen, weil die Schwerterkarten, die sind einfach so fürs klare Denken, für den Intellekt, ja? Es muss nicht der große Streit sein an dem Tag. Kann auch sein, dass sich auch Gruppen gar nicht einig werden und man sich aus dem Weg geht, ja? Ja, also ich sag mal so, das Leben ist halt mal so, wir können da auch nicht immer so nur Friede, Freude, Eierkuchen erwarten. Und normalerweise sind diese Tageskarten wie so eine Tendenz durch den Tag, aber nicht alles an dem Tag ist mit dieser Karte verbunden, ja. Also man kann auch durchaus sehr tolle Erfahrungen machen an dem Tag und trotzdem am Abend denken, ja, es war trotzdem ein roter Faden mit einer gewissen Streitigkeit, aber da kamen auch noch andere Faktoren hinzu, ja. Also es ist nicht immer so schwarz-weiß, wie die Tageskarte das so anzeigt. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, so viel zum Thema Tagesenergie. Also ich finde halt immer diese Tageskarten, die sind hilfreich, um Dinge zu planen. Ganz oft jetzt, also muss ich wirklich sagen, kann ich wirklich sagen, dass irgendwie zum Beispiel Geld reinkam an Tagen, wo dann eine Münzkarte kam. Das kann ich wirklich oft so sagen. Oder wo die Herrscherin lag, die ist ja auch für die Venus und sowas. Da kam dann meistens wirklich Ertrag rein. Oder wenn Kelchkarten dort lagen, da hatte ich sehr guten Kontakt und Draht zu meinen Mitmenschen. Ja, also so ein bisschen so leicht planen. Ich sag leicht. Kann man durchaus. Also wenn ihr einen Tag haben wollt, wo ihr im Bett verbringt oder gar nicht vor die Tür geht, ah ja, dann nimmt doch den Sonntag, das ist jetzt hier 5 der Schwerter oder so. Aber was man auf keinen Fall machen sollte jetzt, ist jetzt irgendwie sämtliche Pläne total über den Haufen schmeißen, nur weil da jetzt so eine Karte ist. Aber ich denke, das wisst ihr. Aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, ne? Weil ich mache ja diese Videos und das soll ja eine Hilfe sein und keine Abschreckung. Ich hatte auch schon mal die schrecklichsten Karten und am Tag war nicht alles schrecklich, sondern einfach irgendwie bestimmte Faktoren waren nicht so toll. Und es hat aber trotzdem seinen Sinn gehabt, weil auch das Negative macht in unserem Leben auch Sinn im Ganzen. Ja? Also ich danke euch herzlichst fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag, ne? Like doch das Video, teilt es doch bitte und abonniert den Kanal, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann werdet ihr auch jedes Mal informiert über Neuigkeiten, die ich mache. Wer eine persönliche Beratung haben möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht unten. Und ich mache auch erweiterte Tagesauswahlen für mehrere Tage, Wochen etc. Auch in verschiedenen Bereichen, die unser Leben betreffen, für euch zur besseren Übersicht. Ich danke euch vielmals und wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Danke, ciao.